freue mich, den Herrn Martin Rollert ansagen zu dürfen. Auch eine sehr spannende Arbeit, die mir selber sehr interessiert, Open Source Workflow Management. Danke auch, dass Sie gekommen sind und Sie sehen zu allen möglichen Themen tut sich bei uns etwas. Bitte schön. Ja, ich darf Sie recht herzlich zu meinem Vortrag über Open Source Workflow Management Software für kleine und mittlere Unternehmen begrüßen. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Martin Rollert, wie mich der Herr Dr. Matzinger schon vorgestellt hat. Ich bin Student im sechsten Semester hier im Information, Medien und Kommunikation Studiengang und meine erste Bachelorarbeit im fünften Semester hat sich eben um Workflow Management Software gedreht. Ja, zum Inhalt dieser Präsentation, ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über die Problemstellungen, die ich hatte, über die Zielsetzung. Dann streifen wir kurz das Thema, was sind Workflows, den Kriterienkatalog und die dazugehörige Nutzwertanalyse, die ich durchgeführt habe. Die Testumgebung, die ich dann verwendet habe, um diese drei Gewinner der Nutzwertanalyse einen praktischen Test zu unterziehen. Dann zeige ich Ihnen noch die ereignisgesteuerte Prozesskette mit dem Beispiel-Workflow, den ich hierfür verwendet habe. Im Kapitel empirische Untersuchung sehen Sie dann, wie ich die Tests gemacht habe. Da habe ich dann auch noch Screenshots, damit Sie sich ein bisschen ein Bild machen können von diesen drei Software-Tools. Ja, und zum Ende erzähle ich Ihnen was über die Ergebnisse von meiner Untersuchung. Sie fragen sich sicher, warum beschäftigt man sich mit genau diesem Thema? Ich komme aus einer IT-Abteilung, die eben Workflows implementiert bei uns in der Firma. Und da ich eben beruflich damit zu tun habe, war das für mich ein gutes Thema. Ja, für Workflows können ein super strategischer Vorteil sein für Firmen oder auch nicht strategisch halt ein Vorteil. Und man findet beinahe überall Prozesse, die man unterstützen kann, ob das jetzt ein Urlaubsantragsprozess ist, ein Rechnungsfreigabeprozess, ein Bestellungsprozess. Also es müssen jetzt nicht Geschäftsprozesse an sich sein, es können auch unterstützende, also sekundäre Prozesse sein. Es gibt am Markt eine recht große Auswahl an kommerzieller Software, aber gerade kleine und mittlere Unternehmen haben meistens nicht oder wollen die finanziellen Ressourcen nicht freimachen, um eine teure Software zu kaufen, die zu implementieren und suchen daher nach Alternativen. Und eine Alternative dazu ist natürlich freie Open-Source-Software, wie es sie auch am Markt gibt. Und gerade in der heutigen Zeit eben mit immer knapperen Budgets ist das ein enormer Einsparungsfaktor, weil man sich Lizenzgebühren einfach erspart. Und im Fehlerfall hat man die Möglichkeit, dass man selbst eingreift in das Produkt und den Fehler behebt, was ja an und für sich die Sache ist, aus der Open-Source-Gedanke entstanden ist. Ja, und welche angebotene Software sich am besten eignet, um einen Workflow umzusetzen? Für kleine und mittlere Unternehmen galt es in dieser Bachelorarbeit herauszufinden. Das bringt uns jetzt zur Zielsetzung. Also die Zielsetzung dieser Arbeit war es, mittels einer geeigneten Marktanalyse eine OS-Software, Workflow-Management-Software zu finden, diese nach ausgewählten Kriterien zu testen und zu bewerten. Und die drei Forschungsfragen, die ich mit dieser Arbeit bearbeitet habe, sind, welche Open-Source-Workflow-Management-Systeme können mittels geeigneter Marktanalyse identifiziert werden? Welche Kriterien, die im Zuge der Nutzwertanalyse definiert werden, eignen sich am besten, die shortgelisteten Workflow-Management-Systeme dann tatsächlich zu testen? Und schlussendlich, welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus den Tests rückschließen? Ja, um das Thema ein bisschen genauer zu betrachten, muss man sich das Thema Workflow mal anschauen. Also was ist eigentlich ein Workflow? Ein Workflow ist die technische Unterstützung eines Prozesses im Unternehmen. Es besteht die Möglichkeit, diese Prozesse ganzheitlich oder in Teilen abzulösen. Also wenn man zum Beispiel einen Bestellprozess hat, kann man den entweder im Ganzen von der Abgabe der Bestellung bis hin zur Freigabe ablösen oder man nimmt einfach nur den Teil, der die Freigabe betrifft, weil die Entscheidungsträger international unterwegs sind und man einfach nur diesen Part kürzer machen will. Ja, die Freigabe von Bestellungen, die war bei uns in der Firma Thema
oder ist Thema, das werden wir bald mal umsetzen. Aber im Prinzip laufen alle Workflows laufen nach demselben Schema ab. Es gibt unterschiedliche Wege im Workflow. Also man kann entweder aufgrund von Freigabelimits zum Beispiel bis 400 Euro darf ein Abteilungsleiter freigeben, von 400 bis 10.000 die Geschäftsführung und ab 10.000 muss dann zum Beispiel der CEO der Gruppe zusätzlich noch freigeben. Also der Workflow läuft alle möglichen Wege durch, die man auch generell steuern kann. Er besteht prinzipiell aus Aktivitäten und Ereignissen, die initiieren, also starten den Workflow prinzipiell mal und steuern ihn. Also wenn freigegeben wurde, geht es zum nächsten Freigebenden und führen ihn zu einem Ende, freigegebene Bestellung. Damit darf die Einkaufsabteilung dann den Computer bestellen zum Beispiel. Ja, in einem Workflow sind verschiedene Personen und Rollen eingebunden. Die Rollen fassen eigentlich die Personen zusammen, die Aktivitäten ausführen. Und entweder kann man einen Vorgang einer Rolle zuweisen oder man weist ihn direkt einer Person zu. Das kommt dann immer darauf an, wenn man Vertreterregelungen haben will zum Beispiel. Oder es gibt nur eine Person, die das freigeben darf, dann brauche ich dafür nicht zwingend eine Rolle, sondern kann das mit einer Person auch abhandeln. Ja, eine besonders wichtige Methode ist die Nutzeranalyse mit dem Kriterienkatalog, um die Software auswählen zu können. Für einen Kriterienkatalog definiert man K.O.-Kriterien, um eine spezifische Auswahl an Testkandidaten zu erhalten. Die sind unter allen Umständen notwendig, da man sonst eine Vielzahl hat. Und K.O.-Kriterien definiert man für sich selber, also was man unbedingt haben will. In meinem Fall, bei meiner Bachelorarbeit war es so, dass ich gesagt habe, es muss freie Software sein. Es muss Open Source sein, das heißt, der Code muss frei zugänglich sein unter einer Open Source Lizenz. Es muss eine Standalone Software sein, das heißt nicht irgendein Plugin, wie man es in Eclipse zum Beispiel installiert. Das ist eine Entwicklungsumgebung für Java-Entwickler. Und es muss ein GUI, ein Graphic User Interface geben, weil ein Prozessmanager soll die Möglichkeit haben, sich einen Prozess zusammenzustellen, selber, ohne dass er jetzt Entwicklungskenntnisse hat oder in einem Texteditor im HTML-Code irgendwelche Formulare programmieren muss. Für die Nutzwertanalyse und bei den Kriterien gibt es dann Kriteriengruppen. Da fasst man dann die einzelnen Kriterien zusammen. Ich habe die drei Gruppen Usability, Funktion und Community und Support definiert. In der Usability-Gruppe habe ich zum Beispiel die Prozessmodellierung als Kriterium, das GUI und die Benutzerfreundlichkeit und die Sprachen. Bei den Sprachen ist es zum Beispiel so, wie viele Sprachen das Tool unterstützt. Ist es nur eine Sprache, ist es nur Englisch, sind es mehrere Sprachen oder ist vielleicht Deutsch und Englisch dabei, was in Österreich dann eher von Vorteil ist. Die Untergruppe Funktion beinhaltet das Kriterium Schnittstellen, Simulation, die Benutzerverwaltung, Datenbankanbindungen und auf welchem Betriebssystem das Ganze lauffähig ist, also ob es jetzt dezidiert nur auf Windows funktioniert oder nur auf Linux. Und die Untergruppe Community und Support, die hat als Kriterien die Entwicklungen, also die Weiterentwicklungen von dieser Software, den angebotenen Support, Dokumentationen und eben ob es Referenzen gibt für diese Programme, also ob andere namhafte Firmen diese auch verwenden. Um eine Nutzwertanalyse durchzuführen, muss man dann eine Definition für die Bewertung schaffen. Die zeige ich Ihnen dann auf der nächsten Folie. Und eben auch die Kriterien untereinander gewichten, dass man weiß, welches Kriterium, da überlegt man sich dann, welches Kriterium wichtiger ist in dieser Unterkategorie. Hier sehen Sie jetzt oben das Bewertungsschema. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann gut. Zum Beispiel bei den Sprachen, also dass man teilt ein das Kriterium, ob es schlecht, mittel oder gut ist. Da gibt es dann verschiedene Punkte, die man vergeben kann dafür, je nachdem wie weit dieses Kriterium erfüllt ist. Bei den Sprachen zum Beispiel nur eine Sprache verfügbar, dann ist es eher schlecht. Mehrere Sprachen verfügbar wäre mittel und gut wäre, wenn mehrere Sprachen inklusive Englisch und Deutsch vorhanden sind. Genau dasselbe gibt es bei der Benutzerverwaltung, wenn die schlecht designt ist und von der Usability her schlecht ist, wird schlecht bewertet.
ist es einfach zu handhaben, dann gibt es eine gute Bewertung. Und wenn zum Beispiel eine Active Directory und LDAP-Synchronisierung dabei ist oder man mit einem XML oder SQL-Statement die Daten, die Struktur, die Firmenstruktur einlesen kann, dann ist das Ganze als gut zu bewerten. Je nachdem, wie viel dieser Möglichkeiten das Tool bietet, desto besser wird die Bewertung dann. Und unten sehen Sie die Ermittlung des Gewichtungsfaktors. Da nimmt man die Kriterien her. Hier ist das am Beispiel der Gruppe Usability gezeigt. Die Prozessmodellierung ist im Gegensatz zum GUI und Benutzerfreundlichkeit gleich wichtig. Das heißt, die bekommen alle einen Einser in dem Fall, weil eine gute Prozessmodellierung, aber ein schlechtes User-Interface ist dann generell eher schlecht. Wenn beides gut ist, ist es super. Die Sprachen zum Beispiel, die Prozessmodellierung ist wichtiger als die Sprache. Sobald Englisch und Deutsch oder zumindest Englisch enthalten ist, dann ist einfach die Modellierung und die Tätigkeit dort besser und wichtiger. Daher wird das mit 2 bewertet. Und ergeben sich dann Teilnutzwerte oder Faktoren eigentlich, mit denen man die vergebenen Punkte später dann hochrechnet und so dann auf den Nutzwert kommt. Ja, wenn man die 2 Schemata erstellt hat, kann man sich der Nutzwertanalyse widmen. Die Nutzwertanalyse, was ist das? Es ist eine Entscheidungshilfe, die mehrere Faktoren berücksichtigt. Das heißt, man kann mehrere Kriterien, wie wir vorher schon gehört haben, gleichzeitig bewerten, indem man sie eben gewichtet. Das ist eine recht praktikable Methode und ist auch schnell durchgeführt, wenn man die Grundlagen kennt, und man kommt relativ schnell zu einer Entscheidung. Bei mir durch die Marktanalyse haben sich 8 potenzielle Kandidaten herauskristallisiert. Das waren diese 8 hier, also Qtflow, JPPM, U-Engine, Bonita BPM, Joget Workflow, Emixis, Activity und The Process Maker. Durch die Anwendung der K.O.-Kriterien, weil ein paar davon nur Plugins waren oder kein Graphic User Interface hatten oder keinen Editor für die Formularerstellung, ist dann eine Shortlist entstanden. In der Shortlist waren dann Joget Workflow, Bonita BPM, U-Engine, Activity und Process Maker. Das waren die 5 Kandidaten, die dann der Nutzwertanalyse unterzogen wurden. Und die Tools mit dem höchsten Nutzwert, die dann auch getestet wurden und bewertet wurden, waren in genau dieser Reihung der Process Maker, Bonita BPM und Joget Workflow. Hier fertig gewichtet sehen Sie die Nutzwertanalyse, einen Teil der Nutzwertanalyse. Hier sieht man auch wieder jedes Kriterium aufgelistet, den Gewichtungsfaktor daneben, dann die vergebenen Punkte. Bei U-Engine zum Beispiel sieht man, es war nur eine Sprache verfügbar und es gab keine Simulation, also keinen Simulator, dass man einen fertigen Workflow simulieren kann, und damit muss man sich dann immer wieder aus- und einloggen. Community Support und Entwicklung gibt es bei U-Engine auch nicht, daher sieht man recht eindeutig mit 5,85 Punkten, im Gegensatz zum Joget Workflow, der dritter war, mit fast doppelt so vielen Punkten. Und der Process Maker anhand dieser Bewertung der klare Gewinner mit den 21,43 Punkten. Bonita BPM war nicht viel schlechter anhand dieser Bewertung als der Process Maker. Und somit haben sich eben diese 3 Kandidaten herauskristallisiert, um dem Test zu unterzogen werden. In der Testumgebung, die ich erstellt habe, die habe ich virtualisiert mit Oracle VM VirtualBox, auch eine Open-Source-Software. Der Vorteil von einer Virtualisierung ist einfach, dass man schadhafte Software zum Beispiel oder Software, die jetzt mit irgendeiner anderen Software interagiert, auf einem System, dass man sich da nicht in die Quere kommt. Man kann pro Software, die zu testen ist, eine eigene virtuelle Maschine aufsetzen und hat dann ein abgekapseltes Testsystem, ohne dass man mit Viren, schadhafter Software oder so, sich andere Tests beeinflusst. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man kann Snapshots erstellen,
Und dieser Snapshot ist eine Zwischenspeicherung, wie man es im Word auch macht, mehr oder weniger. Nur wenn ich jetzt einen Prozess etwas verändert habe und es funktioniert dann nachher alles nicht mehr, kann ich einen Step zurückgehen, diesen Snapshot laden und kann somit wieder dort anfangen, wo es noch funktioniert hat. Ja, der nächste Vorteil, der hier schwer zum Tragen kommt, ist, dass man nur einmal installieren muss und dann kann man diese Maschine klonen. Das heißt, man hat den Aufwand des Installierens, des Aufsetzens so einer Maschine nur einmal und hat dann innerhalb von einer Minute die Maschine dupliziert. Die Ursprungsinstallation habe ich mir auch lassen, um sicher zu gehen, falls einer meiner Testumgebungen, aus welchen Gründen auch immer, einem Virus ausgesetzt wird, dass ich einfach nur neu anfangen muss und nicht noch einmal diesen ganzen Installationsaufwand mit Microsoft Windows und den Ordnern, die mit dem Host, mit der lokalen Maschine, wo das läuft, drauf interagieren, dass man das nicht alles nochmal einstellen muss. Ja, um die drei Tools testen zu können, bedarf es natürlich eines Beispiel-Workflows. Hier sehen Sie die EPK, die ereignisgesteuerte Prozesskette. Das Beispiel-Workflow ist ein Urlaubs-Workflow, ein recht einfacher. Der Urlaubsantrag trifft ein, geht zum Vorgesetzten, dort kann er geprüft werden. Der kann ihn entweder ablehnen oder genehmigen. Wird er genehmigt, wird der Antragsteller informiert und der Prozess ist beendet. Wird er jedoch abgelehnt, kann der Antragsteller sich entscheiden, ob er den Urlaubsantrag nochmal überarbeitet und nochmal in den Loop hineinschickt und der wieder zur Freigabe kommt oder ob er ihn beendet. Ja, und jetzt kommen wir zu den Tests an sich. Wie wurden diese durchgeführt? In jeder virtuellen Maschine wurde das installiert und der Prozess in jedem Tool aufgesetzt und dann getestet. Also das wurde installiert, dann die Usergruppen, Abteilungen und Organisationssetup durchgeführt. Das war pro Software ein bisschen anders. Manche haben zuerst mit der Organisation begonnen, dann mit den Usern, andere haben von den Usern her aufgerollt. Manche hatten die Möglichkeit, dass man XML importiert, um die komplette Organisationsstruktur einzulesen sozusagen. Dann kam die Modellierung des Urlaubsantragsprozesses und die Erstellung der Formulare und Aktivitäten. Das war auch pro Tool immer ein bisschen anders. Bei einem war es so, dass man zuerst die Formulare designt hat und dann erst den Prozess um die Formulare herum gebastelt hat. In den anderen zweien war es so, dass einfach der Prozess modelliert wurde und dort, wo Aktivitäten sind, hat man dann ein Formular gemacht dafür. Nachdem das alles erstellt war, habe ich dann den Ablauftest durchgeführt und das Ganze mittels eines Zwischenfazits dokumentiert. Hier unten sehen Sie das Urlaubsantragsformular im Designer. Da sieht man, man kann beim Process Maker zum Beispiel im XML, im HTML oder mit Fieldhändlern diese Formulare erstellen. Die Fieldhändler, damit habe ich das gemacht. Da hat man Elemente, die man einfach hineinziehen kann, ganz, ganz einfach per Drag and Drop. Und kann die dann auch, wenn sie nicht richtig angeordnet sind, einfach hin und her ziehen. Ja, damit Sie ein ungefähres Bild kriegen von den drei Tools, habe ich auf den nächsten Slides ein paar Screenshots zusammengestellt. Hier sieht man vom Process Maker, wie der fertige Prozess ausschaut. Das sieht an und für sich recht genauso aus wie die EPK. Gesundheit. Und unten das vorgesetzte Freigabeformular, da sieht man die Daten, die der Mitarbeiter eingegeben hat, also seinen Namen, den Beginn des Urlaubs, das Ende. Die sind read-only, das heißt, die kann der Vorgesetzte auch nicht mehr ändern. Und der hat einfach nur mehr die Möglichkeit, den Urlaub freizugeben, indem er hier auf Yes geht oder auf No und bei der Anmerkung reinschreibt, aus welchem Grund zum Beispiel abgelehnt wurde, also weil Betriebsurlaub oder generelle Urlaubssperre ist. Und dann kann er freigeben und damit geht der Workflow in den nächsten Step und kommt wieder zum Antragsteller. Hier sieht man das Frontend von Bonita BPM. Wenn man sich als Vorgesetzter einloggt, hat man da oben unter dem Button zu tun, dann alle Anträge aufgelistet. Also wenn man Abteilungsleiter von einer Abteilung mit 50 Leuten ist, sind da dementsprechend mehr dann, die man der Reihe nach abarbeiten kann. Hier wären auch, wenn man mehrere Prozesse im Unternehmen hat, also nicht nur einen Urlaubsantragsprozess, sondern vielleicht auch in einem Freigabeprozess für irgendwelche
Softwarekäufe oder Hardwarekäufe mit eingebunden ist, dann erscheint das da auch alles. Man kann sich einfach den Vorgang auswählen, sieht dann noch ein paar Informationen dazu, also der wievielte Fall und wann es fällig ist und welcher Prozess das eben ist. Hier in dem Fall der Urlaubsantragsprozess und da oben, wenn man dann auf diesen grünen Button klickt mit Machen Sie es, sieht man dann die Formulardaten, die dann annähernd so aussehen wie vorher beim Process Maker gesehen und man hat auch dieselben Funktionalitäten. Beim JuGet Workflow ist es ein bisschen anders. Da entwickelt man pro Prozess eine App, also entwickeln würde ich nicht sagen, man designt eine App. Die kann der User dann aufrufen und hat da drinnen faktisch eine eigene Startseite, eine eigene Home-Seite, wo er seinen Urlaubsantrag abgeben kann, wo man dem User Listen zur Verfügung stellen kann, wo er zum Beispiel sieht, wo sein gestellter Urlaubsantrag gerade liegt. Und dort kriegt er dann auch die Information, ob der Urlaubsantrag genehmigt wurde oder nicht. Ja, dass wir jetzt so einen ungefähren Überblick haben, wie diese Tools aussehen, komme ich zum Abschluss dann noch zu den Ergebnissen meiner Arbeit. Alle drei Testkandidaten waren komfortabel nutzbar. Sie waren für einfache und komplexe Workflows sowohl als auch zu verwenden. Wobei es bei allen dreien nötig war, sich mit den Online-Tutorial-Videos und den Dokumentationen auseinanderzusetzen. Die sind aber so gut, dass man sich das nebenbei ansehen kann und seinen eigenen Workflow auch basteln kann anhand dieser Sachen. Geht es in speziellere Themengebiete wie irgendwelche Deadlines einzufügen oder so, dann muss man sich wahrscheinlich mit der Dokumentation auseinandersetzen. Aber so gibt es von allen drei Herstellern echt gute Videotutorials, die man dafür nutzen kann. Sie unterscheiden sich einzig und allein in der Handhabung, also ob jetzt zuerst die Formulare oder der Prozess erstellt werden und zuerst Organisationen oder User. Features gibt es eben auch kleine Unterschiede. Einer kann einen LDAP-Import, der andere kann wieder XML importieren, eines kann es nicht. Welches Tool, und damit kommen wir mehr oder weniger zu den Handlungsempfehlungen, welches Tool man einsetzen soll in seinem Unternehmen, kann man so nicht definieren und nicht sagen. Man muss sich da selber sein Unternehmensumfeld anschauen, was man braucht, ob man ein LDAP-Verzeichnis hat, das man hineinsynchronisieren kann, ob man das eher über XML machen möchte und auch die generelle IT-Landschaft in der Firma spielt da natürlich mit. Ja, eine Nutzwertanalyse sollte man machen, wenn man sich all diese Kriterien überlegt hat, die man braucht, die man haben möchte, um eben herauszufinden, welches jetzt wirklich das Tool mit dem größten Nutzwert ist und es empfiehlt sich auch, dann Prototypen zu installieren, weil man während des Aufsetzens und Testens so eines Workflows dann doch drauf kommt, dass einem vielleicht ein nicht unbedingt gewidmete Nutzwertanalyse am besten gefällt und am besten in die IT-Landschaft hineinpasst. Ja, und in dem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn Sie noch Fragen haben, bitte gerne. Kaum. Ich würde Ihnen wahrscheinlich sagen, schauen wir mal, was Sie brauchen und dann überlegen wir uns mal, welches das Richtige ist. Ich kann Ihnen zeigen, wie Sie ausschauen zum Beispiel und dann überlegen wir, welches das Richtige ist. Es können wirklich alle den komplexen und einfachen Workflows, das ist kein Problem, mit Schleifen, mit Vertreterregelungen, also man kann da drinnen wirklich alles basteln, was man will. Es gibt das BPM, Bonita BPM kann, glaube ich, auch eine BPM 2.0, also Business Process Modeling Notation, einen fertig designten Prozess schon importieren und das dann gleich darstellen. Also wenn man zum Beispiel im Unternehmen schon BPM 2.0 modellierte Prozesse hat, empfiehlt es sich natürlich ein Tool zu nehmen, das das auch importieren kann, damit man nicht alles nachspringen muss, Schritt für Schritt. Aber sonst kommt es meines Erachtens nach immer darauf an, wie genau das Unternehmen aufgestellt ist, was da für Tools im Einsatz sind, wo die Präferenzen liegen.
Nein, Bachelorarbeit. Bei uns war es, also wir haben überlegt, wie wir das machen, was wir tun. Wir haben uns dadurch, dass wir die Doku-Ware im Einsatz haben, auch für den Jobrouter entschieden, das ist jetzt eine kommerzielle Software. Nur der interagiert mit der Doku-Ware und hat vorgefertigte Schnittstellen. Und damit wird das Ganze natürlich um einiges einfacher, weil man nicht alle Schnittstellen nachprogrammieren muss, damit man in der Doku-Ware ein eigenes Protokoll zum Beispiel ablegt. Bei uns ist es ein Rechnungseingangs-Workflow, den wir da realisiert haben als erstes. Und der legt halt ab, wann dieser Vorgang beim Freigeber 1 war, beim Freigeber 2, wann das freigegeben wurde, wie lange es dauert, wer es freigegeben hat, damit man einfach nachher nachvollziehen kann, warum wurde die Rechnung gezahlt. Und da haben wir uns eben nicht für ein Open-Source-Tool entschieden, sondern für das, was zu unserem schon bestehenden Dokumentenmanagementsystem dazu passt, sozusagen. Es gibt große Betriebe, also ProcessMaker und Bonita PPM haben auf der Webseite Referenzen. Das sind irgendein chinesischer großer Hersteller ist bei einem dabei. Das Activity verwendet auch ein recht großer, wobei die da beim Activity relativ viel Entwicklungsarbeit, glaube ich, auch mit hineingesteckt haben, damit das für die dann funktioniert. Also das sind dann eher sehr Customizing-lastige Lösungen. Aber ob ein Unternehmen aus dem Burgenland, kann ich jetzt nicht sagen. Bitte. Genau, ja. Ja, es ist so, dass man, wenn man hier studiert, einen recht guten Konsens hat zwischen Studium, Arbeit und Leben, sage ich mal, weil man einfach Freitag, Samstag studiert und das ist praktisch Freizeit. Es ist so, dass am Freitag zwar um 14 Uhr anfängt, da kommen sie mir so weit entgegen, dass ich meine Arbeitszeit halt einfach nach vorne verschiebe. Da fange ich, weil ich am Freitag Homeoffice habe, wenn ich nicht irgendwo gebraucht wäre, fange ich um 7 Uhr in der Früh zum Arbeiten an und höre halt um 12.30 Uhr auf, dass ich dann noch daherkomme. Und sonst bei den Blöcken, die wir haben, also zweimal im Semester, ist so ein Dreitagesblock, Donnerstag, Freitag, Samstag, der meistens, wo der erste auf einen Feiertag fällt. Also jetzt im Mai zum Beispiel, am 14., 15., 16. Mai haben wir wieder Block. Da ist der 14. aber Feiertag, das heißt, man braucht nur am Freitag Urlaub, bräuchte am Freitag nur Urlaub. Und ich habe das einfach so geregelt, dass ich durch meine Überstunden im All-In-Vertrag dann die Freitage oder wenn es ein Donnerstag ist, einmal auf einer Schulung bin, sozusagen, und mir nicht extra Urlaub nehmen muss. Also so kommt mir mein Arbeitgeber entgegen. Nein, das bleibt mir alles in meiner Freizeit. Das kommt dann von 6, 7 am Abend bis irgendwann. Ja, also ich kann es mir einteilen, aber dass ich jetzt nur in der Woche nur 33 Stunden arbeiten müsste oder so, das ist leider nicht.